Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder eine Betrügerin 45 Minuten in der Leitung gehalten, um möglichst viel Zeit von ihr irgendwie zu ergaunern. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Hallo, guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Schimmelgeier. Super, mein Name ist Anna Walz. Ich bin Ihre persönliche Kontomanagerin bei der Handelsplattform Unico. Sie haben Ihre Interesse für Nebeneinkommen auf dem Finanzmarkt gezeigt. Vielleicht rufe ich Sie an, um Ihnen mit der Aktivierung zu helfen. Okay? Okay. Super, sagen Sie mir bitte, Herr Schmeldonner, haben Sie schon eine Erfahrung in diesem Bereich oder ist das Ihr erstes Mal? Nö, nee, bis jetzt noch nicht. Keine Erfahrung? Okay, das macht nichts. Die meisten unserer Kunden sind ohne Erfahrung. Sie bekommen einen persönlichen Seniorkontomanager von unserem Unternehmen, mit dem Sie weiter auf dem Finanzmarkt arbeiten werden. Er wird Sie Schritt für Schritt begleiten, Ihnen erklären, wie das Ganze funktioniert und aussieht. Und er wird Ihnen sagen, welche Positionen zu welcher Zeit Sie öffnen und schließen können. Okay? Entzückend. Sagen Sie bitte, mit welchem Betrag würden Sie beginnen? Der Mindestbetrag ist $250. Oh, ich habe aber gar keine Dollar. Sie können einfach eine Einzahlung tätigen und das wird in Dollar, überwiesen. Ach so, aber ich kann ja von meinem Konto nicht mit Dollar machen. Geht ja nicht. Das wird klappen, Sie können einfach bezahlen und das wird automatisch, Aha. In Dollar. Bitte, werden Sie mit dem Mindestbetrag beginnen? Oder was haben Sie entschieden? Na, was ist denn da am besten? Das ist nur nach Ihrem Wunsch, je höher, desto größere potenzielle Gewinne bekommen Sie, wenn Sie möchten, Sie können einfach mit dem Mindestbetrag beginnen und danach anschauen, wie das Ganze funktioniert, okay? Sie brauchen diese Summe $250, um einfach Ihr Handelskonto zu aktivieren. Danach bekommen Sie sofort einen Anruf von Ihrem persönlichen Seniorkontomanager Sie werden mit ihm entscheiden, worin Sie dieses Geld investieren möchten. Dieses Geld brauchen Sie einfach noch für die Aktivierung und danach, wenn alles Ihnen gefallen wird, können Sie mehr investieren. Aber in diesem Moment brauchen Sie nur $250. Ja. Okay? Okay. Super. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Visa oder Mastercard? Ja. Haben Sie? Okay. Sind Sie gerade auf unserer Webseite? Nein. Nein, okay, dann öffnen Sie bitte jetzt Ihren Browser, Google Chrome oder welchen Browser benutzen Sie? Hat geklatscht bei euch. Ist Geburtstag, Entschuldigung. Ja, natürlich ist da Geburtstag. Also, wenn im Hintergrund geklatscht wird bei solchen Betrüger-Callcentern, dann ist das nicht, weil einer zur Arbeit gekommen ist, jemand Geburtstag hat oder weil der Chef gerade einen Autounfall hatte, sondern weil die gerade eine Menge Kohle verdient haben. An irgendeinem Opfer haben sie gerade 250 Euro Minimum verdient, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist der einzige Grund, warum da am Telefon überhaupt geklatscht wird. Einen anderen sinnvollen und logischen Grund gibt es da einfach nicht. Die feiern sich jedes Mal gegenseitig selbst dafür, wenn sie irgendeinen Kunden verarscht haben. Ja, das ist halt eben wahrscheinlich zur Motivation in diesen Callcentern. Genauso wie bei manch anderen Callcentern die Geschichte mit der Musik im Hintergrund. Die ist ja auch jedes Mal furchtbar. Hauptsache jede Menge Lärm und die Mitarbeiter stören sich gegenseitig. Hier in diesem Callcenter fällt auf, dass die Hintergrundgeräusche sich allerdings ein bisschen in Grenzen halten. Naja, auch Betrüger-Callcenter lernen dazu. Aber schon die ganzen Fragen, die hier wieder sind. Am Anfang geht es sofort als allererstes nur ums Geld. Um alles andere geht es hier nicht. Denn letztendlich will man ja auch nur euer Geld und nicht euch irgendwie helfen. Das ist das, was viele eben leider nicht so richtig mitbekommen am Telefon, die hier betrogen wurden. Nicht jeder lässt sich hier bei denen bescheißen. Aber es gibt leider jede Menge Opfer, die auf das hier reinfallen.
Naja, und dann ist die Kohle weg. Quasi Betrug mit Anleitung. Man hat sich's quasi anleiten lassen, sich das Geld zu klauen. Und noch besser, oftmals werden die Kakerlaken da im Hintergrund ja auch noch von irgendwelchen Mitarbeitern unterstützt. Das heißt, dass der angeleitete Betrug auch noch angeleitet ist. Also Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, wie diese Strukturen in diesen Callcentern sind. Ich dachte schon, dass ihr wieder jemanden beschissen habt. Bitte? Schon gut. Okay. Und also, öffnen Sie bitte jetzt Ihren Browser und im Suchfeld können Sie, ich werde Ihnen sagen, ja, was Sie Buchstabieren? schreiben sollen. Okay? Ja. Ja. Sagen Sie bitte, wenn Sie fertig sind, wenn Sie bereit sind, ja. Auf los geht's los. Ja, Sie sollen im Suchfeld schreiben U wie Uwe, N, Ja. Nathalie, ja, I wie, ich weiß nicht, wie, Ira zum Beispiel, ja, danach Strich, C, Ein was? Eine Ziege? C, Was wie denn? Computer, K, ja, wie Computer. So, K wie Computer, ja. Ja, O wie Otto. Ja, so heißt meine Mama auch. Ja, dann noch Punkt. Ja. I. Ja. Und O. Okay. Unico. Punkt I O, ja? So, mein Computer ist jetzt hochgefahren. Haben Sie gefunden? Nee, ich habe ja erstmal meinen Computer angemacht. Also, okay, ich warte, kein Problem. Okay. Ja, sagen Sie mir bitte, wenn Sie bereit werden, okay? Ja. Ja, und hier haben wir dann natürlich wieder den Moment, wo wir die Betrügerin so richtig schön zappeln lassen. Weil sie wirkt ja hier erstmal ein bisschen geduldiger als so manch anderer Betrüger. Also schon Wahnsinn, was da manchmal für Leerzeiten in den Leitungen hier entstehen, wo wir einfach gar nicht sprechen, weil die Betrüger sich darauf einlassen, einfach mal, weiß ich nicht, eine Viertelstunde gar nicht zu quatschen, legen ihr Telefon an der Seite. Wahrscheinlich finden die das selber geil, weil sie gerade denken, boah, ich verdiene sowieso gleich Geld an dem Idioten. Da kann ich jetzt auch die Füße hochlegen und vielleicht noch nebenbei einen rauchen oder irgendwie sowas, weil die rauchen ja da teilweise auch in ihren Callcentern. Möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da viele Menschen drinnen sitzen und jeder Zweite da, tja, mit seiner Zigarette rumfuchtelt. Tja. Das gab es tatsächlich auch mal in Deutschland, ne? Und auch noch ziemlich lange, also bis spät in die 2000er Jahre hinein, konnte man in deutschen Callcentern tatsächlich wirklich auch noch rauchen. Das hat sich dann irgendwann minimiert, dass man auf den Flur verschoben wurde. Dann wurden das irgendwann Raucherräume und so Chefzimmern, die in Callcentern meistens mit Glastüren sind, da sitzen grundsätzlich die Chefs drin und rauchen. Also zumindest war es in Deutschland auch mal gang und gäbe. Das war sogar mal eine Art Höflichkeitsform mit einer Zigarette. Das war mal schick. Gott sei Dank sind wir dieses Laster los. Hat es geklappt? Was denn? Sind Sie schon bereit? Was Haben Sie denn? rückwärts gehen oder noch nicht? Ach so, ja. Ja, also Sie sollen jetzt wieder ein Suchfeld, ja, öffnen und schreiben Unico, Punkt, ja, IO. Wie ich Ihnen gesagt habe, soll ich noch einmal durchführen? Ja. Oder haben Sie aufgeschrieben? Noch Okay, soll einmal. ich, ja? Okay, also schreiben Sie bitte U, bitte Uwe. Ein U, ja. Ja, M. Ein M. Ja, I. Ein I. Wie, ja, Ira zum Beispiel, ja. Uni, ja, ist es bei Ihnen. Umi, ja. Ja, Uni, ja, danach Strich. Strich.
Computer? Ja. O wie Otto? Ja. Punkt? Ja. I? Ja. Wie immer, ja. Und O? Geht nicht. Was geht nicht? Die Seite. Was steht es bei Ihnen? Was sehen Sie? Not found. Haben Sie, vielleicht wird es besser, weil, wenn ich Ihnen dann schnell auf Ihre E-Mail-Adresse das schicke, ja? Sie einfach essen, ja? Welche E-Mail-Adresse denn? Ihre E-Mail-Adresse. Da habe ich ganz viele. Wie bitte? Da habe ich ganz viele. Also haben Sie die falsche? Weiß ich nicht. Adresse. Sie haben, wenn Sie sich unter unser Werbung registriert haben, ja, Sie haben Ihre E-Mail-Adresse geschrieben. Ja. Ich kann auf Ihre E-Mail-Adresse eine E-Mail schicken, ja, mit unserer Webseite. An welche E-Mail-Adresse denn? Ein Moment. Hamut.schimmeldonner. Hm. Ja? Hm. @gmx.de. Ja. Ja? Okay. Okay, einen Moment bitte. Hm. Ich schreibe Ihnen gleich. Ja. Sie bekommen eine Nachricht von Anwalt, ja, von mir. Hm. Ja, überprüfen Sie bitte jetzt Ihren Posteingang. Ist noch nichts da. Okay. Warten wir ein bisschen. Einen Moment bitte. Hm. Ja, Sie bekommen, haben Sie keine Nachricht bekommen, ja? Weil ich ja eine Nachricht bekommen habe, ja. Also, Sie bekommen jetzt eine Nachricht von meiner Kollegin von Fall Buschkei, okay? Mhm. Ja, und hier haben wir dann wieder den Moment, wo dann einfach irgendwelche E-Mail-Konten von den Mitmenschen da aus dem Callcenter benutzt werden. Das ist in Deutschland auch nicht legal. Wenn ihr in Deutschland ja, ein E-Mail-Konto auf der Arbeit habt und Kundendaten bearbeitet, dann habt ihr nicht das Recht und also es ist schon aus Datenschutzgründen ein Problem. Ihr dürft nicht einfach an das E-Mail-Konto von ja, irgendeinem Kollegen dran gehen. Das, ja, letztendlich hat ja der Kollege dann auch die Daten, worum es ging in seinem Verlauf. Und das ist einfach nicht erlaubt. Ne? Genauso wenig wie in den meisten Fällen im Callcenter hier auch im Hintergrund jemand zuhört. Das ist auch nicht erlaubt. Hier in dem Fall weiß ich es gerade nicht, scheint gerade nicht so, als würde sie irgendwas vorgesagt bekommen. Das Callcenter ist ja auch ziemlich, naja, sagen wir mal ruhig, da ist es nicht ganz so schlimm. Und naja, hatten wir definitiv schon lauter und mit mehr Krach im Hintergrund. Hier nimmt man sich ja dem Anschein nach auch Zeit. Es wird klappen. Prüfen Sie bitte Ihren Posteingang. Ja. Haben Sie bekommen? Mm-mm. Nein? Nein. Warten wir ein bisschen. Mhm. Okay, bei mir, ja, ich habe eine Nachricht bekommen, dass es falsche E-Mail-Adresse gibt, ja. Okay, sollen wir eine andere nehmen? Nicht, ja, können Sie bitte. Soll ich die sagen? Okay, ja, das, ja, ich höre. Das ist dein hartmut.schimmeldöner@md-frostschutz-wein-verkoster.co. Einen Moment, können Sie bitte ein bisschen langsamer? Ja. Sagen? Hartmut? Ja, einen Moment. Hartmut? Ja. Ja. Den Punkt Schimmeldöner mit dem großen M in der Mitte? Mit dem großen M, ja? Ja, in der Mitte. Ein M, ja, oder zwei
Das zweite M wird groß Moment, ich geschrieben. meine, also mit dem zweiten, ja? Das zweite wird groß geschrieben, ja. Okay, ja, ich habe verstanden. Okay. Und danach? Et. Dann MD, Ja. Bindestrich. MD. Ja. Sprich, ja. Ja. Frostschutz. Und können Sie das nochmal sagen? Frostschutz. Frostschutz? Ja. Den Bindestrich. Sprich wieder. Ja. Wein. Und was weiter? Bindestrich. Strich, ja, Brotschutz, Strich und danach. Verkoster. Und danach. Punkt CO. Und Tico. So, ich muss mal noch eine Kleinigkeit loswerden zu der E-Mail-Adresse hier, weil jedes Mal, wenn das einer von euch bzw. irgendwer anders auf dieser Erde macht, kriege ich immer Haare auf die Zähne. Deswegen habe ich es hier mal mit Absicht selbst eingebaut in E-Mail-Adressen. Es gibt ja Menschen, die E-Mail-Adressen mit Groß- und Kleinschreibung diktieren. Und es gibt auch Menschen, die danach fragen, ob irgendwas groß oder klein in einer E-Mail-Adresse geschrieben wird. Naja, eine E-Mail-Adresse bleibt eine E-Mail-Adresse, auch wenn man es groß und klein schreibt. Vollkommen Wumpe, ob ihr alle Buchstaben groß, alle Buchstaben klein oder bunt durchmischt, groß, klein, groß, klein, groß, klein. Wichtig ist, dass wenn die E-Mail aus Wörtern besteht und da ein Sonderzeichen dazwischen sind, wie eben zum Beispiel ein Punkt oder ein Bindestrich oder ein Unterstrich, das muss dahin, wo es hin muss. Aber Groß- und Kleinschreibung ist in der E-Mail vor dem Ad sowie nach dem Ad vollkommen egal. Ist hinten das DE groß, spielt auch keine Rolle. Die E-Mails kommen definitiv an, da die Server für E-Mails nur auf das Wort selbst achten und eben auf die korrekte Schreibweise, allerdings nicht Groß- und Kleinschreibung. Die E-Mails kommen trotzdem immer an, also ausnahmslos. Es gibt da auch kein Wenn und Aber, da gibt es auch kein Vielleicht und es gibt auch kein spezielles Postfach, wo es anders wäre. Ja, weil dann müsste es nämlich auch zweimal die gleiche E-Mail-Adresse geben. Ne, also stell dich vor, harald@telekom.de, dann müsste ja, wenn man das groß und klein geschrieben hat, müsste es diese E-Mail-Adresse ja zweimal geben. Und dann würde man noch viel mehr Verwechslungen haben. Und schon allein aus diesem Grund macht es mit dieser Groß- und Kleinschreibung überhaupt gar keinen Sinn. Weil niemand weiß aus dem Stegreif, ob es groß oder klein geschrieben wird, wenn man nur darüber spricht. Naja, und das wollte ich einfach nur nochmal, naja, wie sagt man dazu, diesen Mythos aus der Welt schaffen, zumindest an alle Zuhörer, die hier dabei sind. Ne? Wenn ihr euren Computer immer mit dabei habt, dann denkt daran, wenn ihr mal eure E-Mail-Adresse wieder durchbuchstabieren müsst. Groß- und Kleinschreibung spielt bei einer E-Mail-Adresse niemals eine Rolle und das hat es auch noch nie. Verkotzer? Ja, Punkt CO. Fair oder wer kurzer? Was? Da. Einen Moment. Ja. Ja, machen wir so. Ich werde Ihnen besser meine E-Mail-Adresse sagen, ja. Es wird schneller, weil ich weiß einfach nicht, ob ich richtig, ja, aufgeschrieben habe. Und ich sage Ihnen meine E-Mail-Adresse und Sie schreiben mir eine Nachricht, okay? Und danach antworte ich auf Ihre Nachricht. Sind Sie bereit? Ja, auf los geht's los. Ja. Ich sage Ihnen einfach meine E-Mail-Adresse und Sie können mir einfach guten Tag, ja, schreiben. Und danach wird es so besser und ich schicke Ihnen unsere Webseite, okay? Einen Link. Okay? Ja, dann logge ich mich noch mal ein, Moment. Also ich fasse mal zusammen. Wir versuchen hier seit gefühlt einer halben Stunde meine E-Mail-Adresse durchzubuchstabieren, damit sie mir einen Link von ihrer Webseite geben kann. Da sie dazu zu, naja, sprachungewandt ist und das nicht ganz versteht, will sie mir jetzt ihre E-Mail-Adresse durchbuchstabieren, damit ich ihr eine E-Mail schreibe und damit sie mir dann den Link der Webseite zuschicken kann. Ich habe da mal eine Frage. Kann es sein, dass sie doof ist? Weil, warum hat sie mir nicht einfach den Link durchbuchstabiert?
Denn ich weiß nicht, wir beschäftigen uns jetzt hier schon ewig, gerade mit diesem Link. Warum müssen wir die E-Mail-Adresse da jetzt, wenn wir da sowieso nicht mit zurande kommen? Dann wäre doch viel intelligenter und viel schlauer gewesen, wenn sie mir einfach den Link da einfach sagt. Oder nicht? Naja, die Logik muss man nicht verstehen. Die Logik wird hier aber immer umgesetzt. Und es ist irgendwie bei den allermeisten Betrügern überall gleich. Hauptsache per E-Mails Links verschicken. Und wenn dann mal was mit E-Mails schiefläuft, dann diskutiert man so lange über die E-Mail-Adresse rum, ja, bis man eigentlich seine Zeit schon selbst komplett, ja, also bis es schon nervig wird. Und dabei hätte man auch einfach nur den Link sagen müssen und dann wäre das Ding eigentlich komplett erledigt gewesen. Naja, aber wenn sie der Meinung sind, dass es so einfacher ist, naja, bitteschön. Am traurigsten finde ich es ja eigentlich immer irgendwie, dass wir hier die Betrüger irgendwie mehr oder weniger erziehen müssen oder denen sagen, wie sie ihren Job besser machen würden. Das ist eigentlich schon tatsächlich sogar traurig. Eigentlich will ich denen ja gar keine Tipps geben, aber es ist ja so. Also alles, was die da sagen und machen und tun, das ergibt auch alles überhaupt nicht mal ansatzweise ein bisschen Sinn. Und in den meisten Fällen verquetschen die ihre Zeit jedes Mal komplett selbst. Und dabei hätte man es doch viel, viel einfacher haben können. Also ich glaube, wir alle wären deutlich bessere Betrüger als die. Aber das Schlimme ist halt, dass tatsächlich trotzdem Leute darauf reinfallen. Weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die unterschiedliche Situationen haben. Der eine ist gut drauf, der andere eben nicht. Der eine ist intelligent, der andere eben nicht. Der eine ist gesund, der andere ist behindert. Der eine ist ein bisschen eingeschränkt und der andere eben nicht. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Auch wenn man älter wird, es gibt nicht alle, aber wenn man älter wird, der eine wird tuddelig, der andere eben nicht. Der eine ist vergesslich, der andere kann sich auch mit 99 noch alles merken. Und dadurch ist die Zielgruppe doch schon ziemlich groß. Das kann in jeder Altersklasse sein. Da braucht man auch nur naiv zu sein oder eben nicht. Das kommt mal halt darauf an, ne? Oder auch in welcher Lebenslage man die Menschen erwischt. Wenn man kein Geld hat, dann neigt man natürlich eher dazu, auf sowas reinzufallen. Weil man bildet sich und man redet sich natürlich auch immer ein, ja gut, ich rede ja da mit einem Menschen, ne? Die sind ja echt und die kann man ja erreichen, die haben ja eine Webseite. Dass das aber nachher alles gelöscht sein kann und dass man die sowieso nicht erreichen kann, das, an sowas denkt man in dem Moment gar nicht. Da hat man nur die Dollarzeichen in den Augen. Da könnte man jetzt natürlich schon sagen, selber schuld. Ganz klar. In manchen Fällen wird das auch so sein. Naja, aber selber schuld ist immer eine Definitionssache. Selber schuld kann man nur sein, wenn man auch wirklich Herr der Lage war. Ist man nicht Herr der Lage, dann ist man höchstens selber schuld, dass man nicht gleich aufgelegt hat. Aber auch da ist es immer so ein Hin und Her. Letztendlich kann ja niemand was dafür, wenn er das nicht begreift, was da passiert. Na, dann kann man ja die Schuld nicht bei dem suchen, der das Problem gerade macht, na, also ausgelöst hat und sich selbst in die Gefahr gebracht hat. Das ist immer sehr, sehr schwierig, da, tja, einen gesunden Mittelweg zu finden. Aber es gibt halt leider ganz, ganz viele Opfer. Und von daher wünsche ich mir immer, dass ihr die Videos so weit wie möglich verteilt. Wir sind ja jetzt auch auf Twitter und auf Instagram vertreten. Wenn ihr da die Links dann auch ein bisschen teilen würdet, wäre das natürlich immer super. Ne? Also auf Twitter unter CC Abzocke und auf Twitter Callcenter unterstrich Abzocke. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung und natürlich auch im Profil. Gesehen, bitte, wenn Sie bereit sind. Ja. So, ich bin Kann jetzt ich Ihnen eingemeldet. sagen? Jetzt muss ich aufs Schreiben gehen. So, jetzt können Sie Ah, die okay. komische Sache sagen, ja? Okay. Hm? Ein kleines A. Ein kleines A. Das ist mein Name, Anna. Anna, ja. Beginnt mit kleines A. Anna, Punkt. Also ein kleines A, dann ein Punkt. Ein kleines A, danach Doppel N, ja. Also so wie W, nur Anna, ja. umgekehrt. Anna soll sein, ja. Mein Name. Und dann? Punkt. Punkt. Weiß. Was? Nee, wie Wald, ja. Ein Wald. Wald? Walze, ja. Mit Was? so, ja. Mit Soja? Letzte Buchstabe. Wald? Anna Wald, ja. Danach Ed. Warten Sie, Wald mit Soja und dann Ed? Ed, ja. Ja. U wie Otto. Ein U wie Otto, ja. Ja, M. N. Wie Nadine, ja. Hm.
Tja, also im Buchstabieren ist unsere kleine Pippi ja hier auch wieder absolute Oberklasse. Ja, das Problem ist halt, dass, ich meine, bei ihr geht's ja hier sogar tatsächlich teilweise, ne? Also so viel zu meckern haben wir ja hier gar nicht. Gut, die Stimme ist halt wie immer aus der Kategorie quietschig, aber ist auch noch so halbwegs. Da haben wir auch schon einige Nuancen höher hier am Telefon gehabt, wo einem gleich das Ohr blutet und der Telefonhörer aufquillt. Das geht hier. Naja, beim Buchstabieren müsste sie tatsächlich noch mal ein kleines bisschen üben. Denn ein U wie Otto, das habe ich in der Tat noch nicht gesehen. I. I. Ja, Strich. Strich. K wie Computer. Ja, ein K wie O ein. wie Otto. Ja. Oh, haben Sie geschrieben, ja? Ja, glaub schon. Punkt. Punkt. Ja, I. I. O. Oh. Oh, wie Otto, ja. Und was haben Sie? Können Sie mir jetzt lesen? An. Punkt. Wald mit Soja at uni.co.io. Haben Sie Anna Punkt Weiß at Unico Nee, da Punkt steht io, bei ja? mir an. Punkt Wald mit Soja at uni unterstrich co.io. Ja, aber am Anfang soll Anna sein. Das ist Ein mein kleines Name, ja. A, A. ja, habe ich. Ja, ein kleines A und danach M-M-A. Ein M und ein M und ein A. M. Nadine. Wie Nadine. Also, Sie wie sagen jetzt? wollen. Was soll da stehen? Anna, A, ein kleines A. Ein kleines A? Ja, danach N wie Nordpolen. Ja. Und noch einmal N wie Ja. Nordpolen. Ja. Ja, und danach A. Ein A, ja. Punkt. Hab ich? Ja, W, ja, Wald. W wie Wald. Ein Wald, ja, mit Soja habe ich hier. Walzü, ja? Was? Sollen. Wie? W, ja. Was? W wie Wald, ja? Danach A. Ja. Danach L wie Leonie. Ja, oder lutschen? Und C wie Zoo. Ein C wie Z wie Zoo. Zoo. Ja, genau. Ein C wie Zoo habe ich. Mensch, das ist ja schon fast wie ein C wie Zeppelin. Tja, C wie Zoo ist tatsächlich neu. Oh Mann, und so soll man irgendwas aufrufen, vor allem wenn man jetzt tatsächlich genau das schreibt, was sie da eigentlich von einem verlangt, da kommt doch nur noch Scheiße bei raus. Also, ich meine, man muss sich ja immer mal überlegen, dass hier auch Rentner vielleicht dran sitzen, die gar keine Ahnung haben oder einfach auch Menschen, die ja ein bisschen zurückgeblieben sind. Das ist dann tatsächlich hoffentlich ein Schutz, weil so erreichen die hoffentlich nicht das, was sie wollen, die Kohle. Dass sie dann einfach wieder wütend auflegen und die Leute beleidigen, so wie sie das eigentlich meistens machen. Ist ja bekannt für die Abzocker. Ne, was stand hier Schönes in den Kommentaren? Ich habe es noch irgendwie im Kopf. Gestern hab ich es auf Twitter mal geteilt. Ein Betrüger, der nicht beleidigt ist, wie Kaffee ohne Zucker. Ja. Gut, ich trinke zwar mittlerweile keinen Zucker mehr in meinem Kaffee, aber ich verstehe den Satz. Ja, also es ist schon Wahnsinn, ne? Also Gott sei Dank ist in solchen Betrüger-Callcentern oftmals Selbstschutz eingebaut. Denn viele merken das einfach, dass da irgendwas nicht stimmt. Denn seid ihr bei einer seriösen Bank, dann könnten die ja wohl wenigstens vernünftig buchstabieren. Ich meine, ich versuche mich ja in letzter Zeit immer so ein bisschen zurückzuhalten und die Abzocker nicht als so blöd hinzustellen, weil letztendlich sind sie ja. Meistens, nicht immer, aber oftmals können die ja tatsächlich mehrere Sprachen, was ja eigentlich dafür spricht, dass sie gar nicht mal so blöd sind. Ja, aber wenn man dann sowas hier wieder hört, dann vergisst man ganz schnell seine guten Vorsätze. Ja, danach Ed. Danach ein Ad. Ja. Und Juni-Strich-Co.io. Sie haben das, ja? Na Uni und dann Unterstrich-Co und dann Punkt IO. Einfach Strich, ja. Nicht Unterstrich.
Strich, ja? Was denn dann für ein Strich? Denn es ist ja ein Minus. Also, oder ein Bindestrich. Entschuldigung, mein Fehler, ja, das ist ein Minus, ja. Ja. Und dann also, ko.io. Ja, und können Sie mir bitte jetzt noch einmal lesen? Jetzt steht da anna.walk@uni-. Was? Wie? Walze. Walze. Walze, ja. Walze. Okay, dann schreibe ich da jetzt Walze. Walze, ja. Ja, Walze. Ja. Wie Zentralstaat zum Beispiel, ja? Ja? Haben Sie verstanden? Ja. Ja, und? Also, annawalz@ui-core.io. Richtig? Ich glaube schon, ja. Okay, und schreiben Sie bitte jetzt guten Tag zum Beispiel, okay? Was soll ich schreiben, Bundestag? Guten Tag, einfach, damit ich verstehen kann, dass Sie sind, okay? Ich schreibe Tutengag. Schreibe, was Sie wollen. Habe ich gesendet, ja, und da kommt schon was zurück. Da steht, geht nichts kaputt. Ist zurückgekommen, ja? Ja. Okay, versuchen wir noch einmal im Suchfeld. Also haben Sie schon richtig unsere Website geschrieben. Schreiben Sie bitte noch einmal im Suchfeld, okay, Ihrem Browser, unsere Webseite. Okay, versuchen wir das noch einmal zu machen. Ja. Also nur noch mal zur Erinnerung, da das Video ja hier heute mal ein bisschen länger wieder geht. Wir versuchen jetzt hier seit einer halben Stunde die Webseite zu öffnen. Das ganze Spielchen hat die nette Tante erstmal versucht, über E-Mail zu regeln, dass sie an meine E-Mail-Adresse ihre Webseitenadresse schickt. Ist ja an sich aber erstmal nicht verkehrt. Da das Ganze nicht funktioniert hat, hat sie sich von mir eine ultralange Mega-E-Mail-Adresse durchbuchstabieren lassen, wo sie dann nicht in der Lage war, diese E-Mail-Adresse sauber und ordentlich so abzuschreiben, wie ich ihr das gesagt habe, damit die E-Mail auch ankommt. Das heißt, sie hat eine Fehlermeldung erhalten. Das heißt, dann haben wir nochmal probiert, die E-Mail-Adresse nochmal zu korrigieren, hat dann also logischerweise auch wieder nicht funktioniert. Dann ist sie auf die Idee gekommen, dass ich ihr eine E-Mail schreibe und sie mir ihre E-Mail-Adresse durchbuchstabiert, damit sie mir dann darauf antworten kann, um den Link der Webseite zu senden. Und das hat sie dann so unterirdisch schlecht getan, dass man ihre E-Mail-Adresse tatsächlich nicht verstehen konnte, wie sie das gemeint hat. Und man ihr dadurch keine E-Mail-Adresse schicken kann. Das haben wir ja auch gefühlt tausendmal probiert. Das Ende vom Lied ist, sie nimmt jetzt doch den kürzeren Weg, der hätte eigentlich von Anfang an schon Sinn gemacht. Sie sagt mir einfach, den Webseitenlink, den sie mir die ganze Zeit per E-Mail schicken wollte, dass sie mir diesen durchbuchstabiert. So hätten wir uns hier schon mal 30 Minuten des Gesprächs irgendwie sparen können. Ja, will man dazu eigentlich noch mehr sagen? Ich glaube, damit ist das gesamte Gespräch hier schon so gut wie zusammengefasst. Naja, aber wir haben ja tatsächlich noch eine ganze Menge über. Naja, und das hört ihr jetzt. Schreiben Sie wieder U wie Uwe. Habe ich gemacht. Ja, N wie Nordpolen. Ja. I. Ja. Minus. Ja. K wie Computer. Ein K. Ja, K wie Computer. Ein K. K wie Olaf. Noch ein O, ja. Ja. Danach Punkt. Ja. I. Ja. Und O. Ja. Und was haben Sie? Lesen Sie bitte. Na, das geht nicht. Ist kaputt. Warum ist es kaputt? Weiß haben Sie nicht. Juni minus... Was haben Sie geschrieben? Können Sie mir bitte einfach lesen? Na, unico.io. Ja, uni minus co, ja? Ja, habe ich gemacht. Und wenn Sie...
das geschrieben haben, was sehen Sie weiter? Fehler. Geht nicht. Die Seite geht nicht. Fehler? Ja. Ist kaputt. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Ja. Hat Google geschrieben? Was? Haben Sie in Google geschrieben? Ja. Und hat es nicht geklappt, ja? Kaputt. Also prüfen wir noch einmal, ob Sie richtig eingegeben haben. Ja. Okay. Können Sie jetzt buchstabieren, ja? Und mir sagen. Was denn? Diesen Link, das ich Ihnen gleich gesagt habe, können Sie bitte einfach sagen. Den Adresse? Ja, Adresse. Ja, uni und dann -co.io. uni-co.io, richtig. Versuchen Sie bitte noch einmal. Ja. Vor allem ist es schon Wahnsinn, wie viel Zeit die Tante sich hier in der Tat nimmt. In letzter Zeit war ich es ja eher gewohnt, dass die Betrüger ziemlich schnell einfach auflegen am Telefon, damit sie einen wieder los sind. Aber hier, die nimmt sich ja wirklich wahnsinnig Zeit. Höchstwahrscheinlich, weil sie sich denkt, oh Mann, ist der blöd. Den kann man ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das wohl hier dieses Motiv sein wird, um an die Kohle zu kommen und warum sie sich eben auch überhaupt so viel Mühe gibt, das hier überhaupt alles durchzustehen. Also ich hätte als normaler Kundenberater hier in der Tat schon gar keinen Bock mehr, überhaupt mich mit dem Kunden zu beschäftigen und hätte mich wahrscheinlich freundlich ja, verabschiedet, weil das ja hier überhaupt gar kein Ende nimmt. Aber naja, die nimmt sich halt auf jeden Fall Zeit, weil sie wahrscheinlich immer noch die Dollarzeichen in den Augen hat. Wer weiß, aber naja, es sind halt Betrüger, ne? Wird wohl schon irgendwie so in die Richtung gehen mit den Motiven. Übrigens habe ich in den Statistiken gesehen, wenn ich euch damit nerve und nach einem Abonnement anbettel, dann gibt es auch mehr Abonnements auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt den roten Button, sofern er noch rot bei dir ist, unter dem Video, dass du den grau färbst und da einmal draufklickst. Ist der schon grau? Na dann natürlich die Finger weg von dem Knopf. Ihr helft mir damit auf jeden Fall, dass der Kanal immer schneller wächst und wir immer mehr Zuschauer bekommen. Und ich dadurch natürlich auch die Qualität immer ein Stückchen weiter verbessern kann. Und zwar sehen Sie? Hat das geklappt? Nee, ist kaputt. Da steht, geht nicht. Einen Moment, bitte. Sagen Sie bitte, haben Sie Uwe Ulrich geschrieben? Wo denn? Am Anfang. Ja. Uwe Ulrich, ja? Hab ich gemacht. Einen Moment. Sagen Sie bitte, haben Sie das im Suchfeld eingegeben? Unsere Adresse. Nein, die Adressschauerleiste. Ja, im Suchfeld haben Sie die Adresse eingegeben, ja? Nein, die Adressschauerleiste. Also, geben Sie bitte sie im Suchfeld ein, okay? Im Suchen? Im Suchfeld. Ja. Versuchen Sie bitte. Ja, und dann? Und hat das geklappt? Sehen Sie etwas? Da stehen Google-Ergebnisse. Ja, und sehen Sie das erste, was geschrieben ist? Unicorn? Na. Was sehen Sie als erstes, ja? Wenn ich bei Google gucke, ja? Ja, und sehen Sie das erste Unicorn? Wenn Sie auf Suchen, ja, geklickt haben, sollen Sie das erste sehen, Unico, ja, und Sie sollen drauf klicken. Na, unsere Webseite. Sehen Sie? Na, da steht, ja, EK Unico Erfahrung 9 Bewertungen. Und wenn ich da drauf gehe, dann sind da ganz viele schlechte Bewertungen.
Also, Sie sind, okay, was sehen Sie? Unten, noch unten, ja? Noch unten Sie sollen und unsere Webseite, ja, Sie sollen unsere Webseite sehen, heißt sie? nicht die anderen. Juni-Coop.io. Na, aber das steht hier nicht. Hier ist was mit uni-co.io Review und da steht ein Ja. Scam-Detektor und da steht dann auf der Webseite you just locked up unico.io using or scam detectors und so. Okay, einen Moment. Ja. Einen Moment bitte. Ja. We analyze it with this website in this Forex Trading Sektor. And we have news. Also die nette Tante scheint sich ja nicht mal was daraus zu machen, dass ich eh jetzt hier gerade von Scam Detector, also das ist so eine Webseite, wo eigentlich alle solche Betrugscallcenter drinstehen, Bewertungen bekommen. Also von Scam Detector. Die prüfen das meistens und dann zeigen die einem schon, dass das Betrug ist oder nicht. Ja, und es interessiert die nicht mal, dass da bei Scam Detector auf jeden Fall eine Riesenlatte an schlechten Nachrichten von ihrer Firma steht. Das beeindruckt die überhaupt gar nicht. Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum die eigentlich ursprünglich immer wollen, dass man auf einen Link klickt und gar nicht erst irgendwas in den Browser oben eingibt, weil dann könnte nämlich auch aus Versehen, wenn man das .de oder .com oder .eu am Ende vergisst, also ja, also man schreibt was weiß ich, www.youtube und vergisst dann das .com dahinter, dann öffnet sich halt bei den meisten Browsern einfach sofort Google. Und dann könnte das natürlich auch immer sein, dass man dann solche Meldungen sieht, die man eigentlich nicht so oft, ja, oder die man gar nicht erst haben will am Telefon, weil dann ist der Verkauf kaputt. Ja, oder der Betrug. Und das könnte hier der Grund sein, warum man unbedingt immer darauf beharrt, dass man euch eine E-Mail schickt mit den Informationen. Ja, aber tja, wer weiß. Also es ist auf jeden Fall Betrug, das hört man ja hier schon alleine, was die hier so am Telefon überhaupt veranstaltet, um irgendwie an das Geld zu kommen, ist einfach absolut. Absolut krank. Was? Wie bitte? Na, ich lese hier vor, was da steht. Ja, So. also, das ist, sind wir schon auf unserer Webseite, oder? Nee. Scamdetektor.de. Nee, okay, einen Moment, okay, einen Ja. Moment. Versuchen Sie bitte noch einmal, ja, nach unten ein bisschen gehen, ja, vielleicht können Sie unsere Website finden. Ja, und dann? Was sehen Sie danach, Na, wenn Sie nach unten ein bisschen gehen, ja? ich bin jetzt auf Google. Auf Google, ja? Ja, ist das richtig? Ja, und Sie haben Juni. Minus Co. Ja, io geschrieben. Und was sehen Sie? Sagen Sie mir bitte noch einmal, was sehen Sie? Die Google-Suchergebnisse. Was geht nicht? Die Google-Suchergebnisse sehe ich. Warum geht er nicht? Ne, doch, die Was gehen doch, aber steht ich. da? Na, ich sage, ich sehe die Google-Suchergebnisse. Ja, und was sehen Sie? Ich möchte, damit Sie mir das lesen, ja, was Sie sehen. Na, die Google-Suchergebnisse. Ja, und was sehen Sie? Im ersten Fall, ja, Unico, oder? Trustpilot. Wie bitte? Na, als erstes sehe ich Trustpilot. Und Tja, und da war wieder die ekelhafte Klingel im Hintergrund. Das heißt, es wurde gerade wieder ein Kunde beschissen, der mindestens 250 Euro an die Gauner überwiesen hat, damit sie nichts dafür weiter tun. Tja, das passiert natürlich auch immer erst dann, wenn der Kunde aufgelegt hat. Danach
findet dann die Party statt, wenn ihr das Geld eingezahlt habt. Weil die denken, ihr seid blöd genug gewesen, euch ja, euer Geld zu verschenken. Denn was anderes ist es nicht. Eine Leistung erhält man hier von diesen Betrügern niemals zurück. Da sehen Sie unten. Darunter scamdetectors.de. Und noch unten, ja. Darunter steht denn, Danach, was sehen Sie? da ist dann die Webseite vorsichtvorbetrug.de. Okay, dann sehen Sie nicht, ja, das ist einfach geschrieben, ich Juni, Nee, Pro. die kommt da nicht, nee. Nee, einmal. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie Anydesk auf dem Computer? Was ist das? Ja, und nun geht's wieder mit Anydesk weiter. Anydesk ist eine Remote-Desktop-Software, die ja euren PC fernsteuern kann, sofern ihr den PIN und das Passwort von eurem Rechner abgebt, also von dem Programm Anydesk. Davon gibt es auch noch TeamViewer, VNC, viele andere. Am bekanntesten wahrscheinlich von Microsoft Remote Desktop, das funktioniert unter den Microsoft-Rechnern oder sogar vom iPhone zum Microsoft-Rechner im gleichen Netzwerk ohne Probleme. Ansonsten braucht man noch ein VPN oder eben eine Verbindung dazu, damit man eben direkt zugreifen kann. Das Problem ist, dass wenn die Programme falsch eingestellt sind, kann man jederzeit danach auf euren Rechner zugreifen oder sogar euren Monitor abschalten. Das heißt, für euch ist der Computer blind, aber die sehen euren Bildschirm noch. Das sieht dann so aus, als wäre der Computer vielleicht aus oder würde gerade runterfahren. Und in der Zeit kann man jede Menge Daten von eurem Rechner runterladen oder vielleicht sogar noch ein Virus platzieren. Und das geht auch sehr, sehr schnell. Ein Virus muss nicht groß sein. Das sind ein paar Bytes, also ein paar Kilobytes, ein paar Megabytes. Das ist bei den meisten Internetverbindungen heutzutage in ein paar Sekunden rübergeschoben. Und das war's schon. Die Installationsprozesse von Viren funktionieren im Hintergrund. Da drückt man nicht noch auf Installieren. Und schon haben sie vollen Zugriff auf euren Rechner und können jede Menge Daten abgreifen. Könnte passieren, muss es aber nicht. Nicht jedes Betrugscallcenter arbeitet gleich. Allerdings würde ich trotzdem die Finger davon lassen, wenn dieses Risiko besteht, dass irgendwer Fremdes irgendwas auf eurem Rechner auslösen kann, das ihr nicht möchtet. Denn euer Computer ist da somit das Privateste, was ihr habt neben eurem Handy. Und da, glaube ich, sollte niemand dran rumfummeln, gerade wenn man da irgendwelche Bankgeschäfte oder sowas tatsächlich mitmacht. Hey, das ist das Programm, die uns hilft, unsere Geräte zu verbinden. Anydesk. Warum brauche ich sowas? Haben Sie nicht? Nee. Damit ich Ihnen helfen kann, ja, auf unsere Webseite zu gehen. Tut das weh? Wie bitte? Tut das weh? Nein, machen Sie bitte Ihnen keine Sorgen. Okay. Einen Moment bitte. Ja. Ich kann warten. Also, wenn es nicht klappt, ja, Sie haben meine E-Mail-Adresse, ja, und Sie können mir selbst versuchen und danach, wenn es klappt, können Sie mir schreiben und ich rufe Sie an, okay? Entschuldigung, ich habe jetzt einen anderen Termin, ja. So, und nun kommt die typische Abwimmelungstaktik. Sehr, sehr nett. Also, sie ist doch eigentlich gerade meine Beraterin. Was bildeten die sich jetzt eigentlich ein, von einem anderen Termin zu sprechen? Also, sowas gehört sich nicht. Aber was man hier auch ganz klar gerade rausgehört hat: Sie wurde wohl unterbrochen von jemandem. Und dann war sie auch eine ganze Weile weg. Also, ich habe jetzt hier circa eine Minute nochmal rausgeschnitten. Sie war dann, also, es war stumm. Sie hat nichts gesagt. Und auf einmal sagt sie, okay, ja. Und dann geht sie wieder ran ans Telefon. Das heißt eigentlich, irgendjemand hat ihr gesagt, was sie jetzt zu sagen hat. Ich vermute mal, dass jetzt der Callcenter-Manager oder wie auch immer zu ihr eingedackelt kam und hat gesagt: Hier, pass mal auf, guck mal, du telefonierst jetzt hier schon 45 Minuten. Hör mal auf jetzt hier mit die Scheiße. Und das wird alles gewesen sein. Tja, dann denkt man, vielleicht schreibt der ihr Kunde ja dann nochmal eine E-Mail oder man ruft den Kunden einfach später irgendwann nochmal an. Aber ich denke, wir werden jetzt gleich die Bombe platzen lassen. Also Nein. versuchen Sie bitte, selbst das zu machen und Warum? schreiben Sie mir, okay? Wollen Sie nicht mehr bei mir bleiben? Wie bitte? Wollen Sie nicht mehr bei mir bleiben?
Also ich habe jetzt leider einen anderen Termin, ja, mit meinem Kunden. Ich kann leider jetzt nicht sprechen. Und Sie können das jetzt noch einmal versuchen und mir auf meine E-Mail-Adresse zu schreiben, Aber okay? ich wollte doch noch was sagen. Ja, ich höre Sie. Ich hab dich verarscht. Ja, ich habe verstanden, deswegen sage ich Ihnen, dass ich schon mit Ihnen nicht weiter sprechen werde, ja? Ja, du Ich bist habe ein das Betrüger. schon lange verstanden. Ja, du bist Betrüger. Ja, warum meinen Sie so? Warum Ja. meinen Sie so? Alle unbekannten Menschen sind für Sie die Betrüger, oder? Nee, aber du. Aber ich bin, ja? Ja. Das ist interessant. Ja, weil Wie du können Sie zockst die das sagen, Leute ab. wenn Sie mit uns nicht. Ja, wie können Sie das sagen, wenn Sie mit uns nicht gearbeitet haben, ja? Und Sie haben überhaupt keine Erfahrung mit uns. Wie können Sie das behaupten? Ich Weil ich es gar nicht verstehe erst das so nicht. weit kommen lasse, mich von dir verarschen zu lassen. Da verarsche ich lieber dich. Habe ich viel mehr von. Wie bitte? Ich sage, da verarsche ich lieber dich, da habe ich mehr von. Ja. Okay, dann. Ich möchte nicht mehr eine Zeit verschwinden, ja? Ich habe Schade. keine Zeit für Sie, leider. Naja, aber immerhin haben wir ja schon Ja, wenn Sie 45 bereit Minuten rum. werden, ja. Ja. Ja, ich möchte keine Zeit Ja, aber haben wir verschwenden. ja schon eine ganze Menge. Konntest du 45 Minuten niemanden anderen verarschen? Nein. Auf Ja. Wiederhören. Ja, bis nächstes Mal. Ja, ich denke, wir sind uns hier alle einig. Jede Menge Zeit verplempert. Zeit, in der die Betrüger hier definitiv niemanden anderen abzocken könnten. Also zumindest sie. Leider haben wir ja im Hintergrund gehört, dass ihre Kollegen in der gesamten Zeit mindestens zwei Opfer dran hatten. Ab und zu hat sie ja ihr Telefon oder ihr Mikrofon gemutet. Daher weiß man nicht, ob da noch mehr Leute geklatscht haben, aber zwei Einzahlungen haben leider innerhalb von diesen 45 Minuten stattgefunden. Und wenn man das mal hochrechnet, zwei Einzahlungen pro Stunde, mindestens 250 Euro, das tut schon weh. Da kann man das ganze Callcenter wohl unterhalten, wenn es den ganzen Tag weiter so geht. Ich finde es sehr traurig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute war es mal wieder ein kleines bisschen länger. Von daher lasst einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer. Schreibt gerne noch jede Menge in die Kommentare. Umso mehr Input wir haben, umso mehr können wir uns hier auch unterhalten. Ansonsten besucht natürlich auch die Social Media Kanäle auf Twitter und Instagram. Twitter mit CC Abzocke und Instagram Callcenter unterstrich Abzocke. Die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung oder direkt auf dem YouTube-Profil. Jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf dem Kanal. Könnt ihr gerne auch noch mal reinschauen. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.